Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch meine Spinat-Feta-Torte in Ninja Foodimax. Schönes Rezept, schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was wir brauchen, habe ich wieder rausgelegt. Wir brauchen 500 Gramm Spinat, 200 Gramm Feta, 300 Gramm Blätterteig, 100 Gramm Mozzarella, 2 Eier, einen halben Teelöffel Pfeffer, einen Teelöffel Muskat, einen halben Teelöffel Dill, einen Teelöffel Sesamkörner und ein bisschen Olivenöl. Wo gibt's das Rezept? Einfach in der Infobox unter dem Video auf Mehr ansehen klicken, dann auf den Rezeptlink. Ihr landet dann auf meiner Homepage bei diesem Rezept, auf der ihr das Rezept und viele andere zum Download oder zum Ausdrucken findet. Viel Spaß beim Nachkochen! Als allererstes hacke ich meinen Spinat, aber wirklich nur ganz, ganz grob. Eigentlich müsst ihr ihn gar nicht hacken, wenn ihr nicht mögt. Ich habe ihn so ein bisschen gehackt, aber wirklich nur ganz grob. Das reicht vollkommen. Der fällt nachher sowieso sehr stark zusammen. Dann nehme ich meine Zwiebel, pelle die und schneide die Zwiebel in kleine Würfel. Und wenn wir die Zwiebel hier vorbereitet haben, dann geht es gleich weiter mit dem Knoblauch. Einmal draufschlagen, pellen und dann hacke ich den Knoblauch. Ihr könnt ihn natürlich in eine Knoblauchpresse drücken, das ist völlig egal. Wenn wir mit dem Knoblauch fertig sind, kommt nur noch der Dill an die Reihe. Der wird jetzt auch klein gehackt. Mehr müssen wir auch gar nicht machen. Und das war es dann auch hier schon an Vorbereitung. Jetzt geht es an den Ninja. Braten anstellen, Stufe 5, also höchste Stufe. Sear Sauté ist das beim Ninja. Olivenöl in den Topf und jetzt gleich die Zwiebeln mit dem Knoblauch in den Topf. Kurz anbraten, bis der Knoblauch anfängt zu duften. Und das dauert vielleicht 5 Minuten, 6 Minuten. Und wenn das Ganze hier schon schön britzelt, dann kommt der Spinat dazu. Und den Spinat gebe ich jetzt in den Topf und rühre nur einmal durch. Spinat fällt ja sehr schnell zusammen. Einmal mischen, Deckel zu und ungefähr 10 Minuten braten, dünsten. Dann ist der Spinat auch schon fertig. Und wenn wir jetzt hier den Deckel aufmachen, dann seht ihr auch, da ist nicht mehr viel über vom Spinat. Der ist sehr zusammengefallen. Riecht schon ganz wunderbar nach etwas Knoblauch und Spinat. Und das war es auch schon an Vorbereitung hier mit dem Spinat. Den nehmen wir jetzt raus und ich gebe meinen Spinat hier in eine Schüssel. Da habe ich vorher ein bisschen Haushaltspapier drin, so dass ich den Spinat gleich trocknen kann, der also die ganze Flüssigkeit verliert. Wir wollen den möglichst trocken haben, damit er nachher den Blätterteig nicht durchnässt. Also hier in die Form geben, so ein bisschen ausdrücken und auskühlen lassen. Und bis er ausgekühlt ist, dann stellen wir ihn erstmal weg. Und wenn unsere Spinatmasse hier ausgekühlt ist, dann geht es weiter. Dann gebe ich die Spinatmasse in die Schüssel hier und mische unsere Spinatmasse dann mit 2 Eiern. Deswegen muss der Spinat hier kalt sein, dass sie nicht gleich gerinnen. Und jetzt wie immer mischen, mischen, mischen. Einmal gut durchmischen hier die Eier mit der Spinatmasse. Wenn wir das gemacht haben, geht es weiter. Dann kommt Muskat dazu. Spinat verträgt viel Muskat, deswegen habe ich hier einen guten Teelöffel drin. Pfeffer, kein Salz, der Käse ist salzig genug. Und Dill. Das war es ja auch schon an weiteren Gewürzen. Und mischen, mischen, mischen. Wenn wir das gemacht haben, das jetzt gut durchgemischt haben, dann kommt als letztes unser Käse dazu. Erstmal der Mozzarella, den ich hier dazu gebe. Und dann brösel ich mit der Hand den Feta in die Spinatmasse. Und ihr werdet es kaum glauben, wenn wir damit fertig sind, heißt es mischen, mischen, mischen. So, wenn wir das alles gut durchgemischt haben, dann haben wir eben hier jetzt schon die leckere Füllung, die Spinat-Feta-Füllung, die wir gleich verwenden wollen. Mehr müssen wir auch gar nicht machen, das geht schon ziemlich schnell. Und dann geht es weiter mit dem Blätterteig. Ich habe hier fertigen Blätterteig genommen aus dem Kühlregal, das geht wirklich einfach. Den rolle ich aus. Und jetzt nehme ich hier meine Auflaufform, die ist hier beim Ninja dabei. Würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal nicht mehr nehmen. Ich würde eher eine Springform nehmen, weil der Teig nachher doch etwas schwer rausging. Aber ich habe jetzt hier diese Form genommen, die dabei ist. Dann drücke ich die in den Teig und ihr seht, dann habt ihr jetzt zwei runde Teigkreise sozusagen. Also den Deckel und den Boden. Jetzt nehme ich meine Form und gebe ein bisschen Olivenöl rein. Verpinsel das Ganze, damit der Teig hinterher nicht klebt, dass er auch wieder rausgeht aus der Form. Wenn ich das gemacht habe, dann gebe ich hier zunächst mal den Boden in die Form, drücke den hier so ein bisschen rein, der passt ja nur genau, haben wir ja vorher ausgestanzt. Und wenn ich den Teig im Boden in der Form habe, dann nehme ich den restlichen Blätterteig rundherum, der da über ist,
Und den verteile ich jetzt so ein bisschen am Rand, dass wir auch Teig alles komplett verwenden, und mache so einen kleinen Blätterteigrand. Das geht ganz gut. Der ist jetzt auch schon ziemlich warm. Dann gebe ich in die Form hier meine Spinatmasse. Und ihr seht, das ist auch genau für so eine 30 cm Form hier passend von der Masse her. Und jetzt gebe ich den Blätterteigdeckel oben drauf. Am einfachsten ist das, wenn ihr das Backpapier oben drauf lasst und dann so drüber legt, wie ich es gemacht habe. Jetzt schneiden wir oben den Deckel ein, damit auch die Feuchtigkeit entweichen kann. Also ruhig etwas größere Löcher, damit die Feuchtigkeit beim Backen auch wirklich rausgeht durch die Löcher und wir oben einen krossen Teig kriegen. Jetzt gebe ich etwas Olivenöl oben auf den Teig. Könnt ihr noch verpinseln, wenn ihr mögt. Ich habe es jetzt hier nicht gemacht. Und ganz zum Schluss streue ich jetzt oben auf den Deckel noch Sesamkörner. Und dann sind wir auch fertig mit den Vorbereitungen. Dann ist unsere Spinat-Feta-Torte hier schon zum Backen fertig. So sieht das aus. Beim Ninja Foodie Max ist so ein Grilleinsatz dabei. Den nehme ich jetzt hier, damit die Form nicht auf dem Boden steht. Da stelle ich meine Form rein. Und diesen Grilleinsatz mit der Form, den gebe ich jetzt in den kalten Ninja Foodie Max. Ihr müsst hier nichts vorheizen, sondern einfach reinstellen in die Form. Schließe jetzt den Deckel. Und dann stelle ich den Ninja Foodie Max ein. Und zwar wählen wir hier die Programmfunktion Bake. Die könnt ihr nur erreichen, wenn oben der Schieber ganz rechts ist. Bake. Und bei Bake stelle ich jetzt die Temperatur auf 180 Grad. Das hat gereicht bei mir. Und von der Zeit her habe ich jetzt mal bei mir 20 Minuten eingestellt. Ihr müsst mal gucken zwischendurch. Das hat gut funktioniert. Also Bake 180 Grad, 20 Minuten. Los geht's. Ja, und das sieht dann hinterher so aus. Ja, also schon ganz lecker, riecht auch ganz wunderbar. Wenn man mal Temperatur misst, habe ich drin 85 Grad. Reicht völlig hin. Der Teig ist gebacken, dann können wir auch schon schauen, ob es geklappt hat. Ja, meine Spinatfeta-Torte hier sieht ganz wunderbar aus, riecht auch ganz wunderbar. Geht aber, muss ich einräumen, so ein bisschen schwierig aus der Form. Ich habe es hier fast zerstört, ihr seht es. Also beim nächsten Mal nehme ich eine Springform. Aber das Rezept ist klasse und der Teig ist klasse. Also meine Spinatfeta-Torte, super lecker nach Spinat, nach Feta. Allemal salzig genug, hat super geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Bis demnächst bei Koch mal schnell.